Der Favoritenschreck mit ungewöhnlichen Methoden. Kann Iserlohn nach Köln wieder einen großen packen? Die Adler im Höhenflug. Die meisten Punkte, die meisten Tore. Geht's heute so weiter? Iserlohn Roosters gegen Adler Mannheim. Können die Letzten die Ersten sein? Der Schatz am Seilersee. Für viele bestand er heute in einem Feiertagsspaziergang bei wunderschönen Spätsommerwetter hier in Iserlohn. Für die Eishockey-Fans, da liegt der Schatz am Seilersee direkt neben dem Ufer, nämlich im Eisstadion. Das ist die Heimat der Roosters, des DEL-Neulings. Und der versucht heute, die Mannheimer Adler kräftig zu rupfen, dem Meisterschaftsmitfavoriten ein Bein zu stellen. Die Kurpfälzer ihrerseits, die werden natürlich heute versuchen, hier die größte Hähnchenbraterei Deutschlands zu eröffnen. Die Roosters, die sollen so richtig kross gegrillt werden. Es ist das Klischee-Duell, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße, liebe Eishockey-Freunde. Es ist der Underdog gegen den Meisterschaftsfavoriten. Es ist der Arme gegen den Reichen, der Tabellenletzte gegen den Tabellenersten. Und der Blick aufs Tableau, auf die Rangfolge in der DL zeigt nochmal ganz deutlich, dass die Fronten eindeutig geklärt sind. Die Mannheimer Erster, sie haben die meisten Tore der Liga geschossen, die wenigsten kassiert, stehen dort oben, wie von fast allen erwartet. Und dort wollen sie auch ganz am Ende der Saison landen. Und beim Blick auf die zweite Seite müssen wir ganz weit runterschauen. Und da finden wir den Liga-Neuling. Hat noch keinen einzigen Dreier schreiben können im bisherigen Saisonverlauf. Aber das hat der Stimmung hier in Iserlohn keinen Abbruch getan. Vor 12,5 Jahren waren sie zum letzten Mal in der höchsten deutschen Eishockey-Klasse vertreten. Die Iserlohner ist eine ganz schöne Durststrecke, die hinter den Fans liegt. Deshalb freuen sie sich auf jedes einzelne Spiel hier. Und Hähnchen, Hähne, die sind ganz groß angesagt in und um Iserlohn, wie Hanno Groß festgestellt hat. Iserlohn County. Hier dreht sich eben alles nicht um die Wurst, sondern ums liebe Geflügel. Mit gutem Grund. Iserlohn ist die Heimat der Roosters. Und ein Rooster ist bekanntlich ein Hahn, maskulin, beziehungsweise ein Huhn, genauer gesagt das Neutrum. Tok tok, gluck gluck, wer im Sauerland etwas werden will, muss mit den Hühnern aufstehen. Ein Sprichwort mit hintergründiger Bedeutung. Denn nichts wird dem Zufall überlassen, schon gar nicht die Rückkehr nach 13 Jahren in Deutschlands höchste Eishockeyliga. Der Kuh, quasi über Nacht, ist nicht nur für den tapfer kämpfenden Hühnerhaufen die größte Herausforderung, sondern auch für das Geflügelmanagement. Das gewinnt nicht die Mannschaft immer, die den teuersten Kader hat oder die teuersten Spieler hat. Und das macht es eben. Das heißt, wir schlagen im Grunde mit einem Etat von, sagen wir mal, rund 5 Millionen eine Mannschaft wie Köln mit 18 Millionen. Um Defizite wettzumachen, sind ungewöhnliche Trainingsmethoden Pflicht. Auch das kann Sympathie, Kraft und Ausdauer bringen. Stallarbeit statt schweißtreibender Folterkammer, hinzu kommt die gesunde Sauerlandluft. Und auch sonst sind die Roosters irgendwie schwer auszumachen. Vielleicht sind es genau diese in Iserlohn keineswegs seltsamen Methoden, die zum Erfolg führen. Was zählt, ist nur der Teamgeist. Und wenn das Hühnerhaus am Seilersee einmal Grund zum Toben hat, gibt's für so manches Raubtier wenig Beute zu machen. Da wird das Hähnchen schnell zum Kampfhahn. Die Hauptsache ist, dass wir immer wie eine Mannschaft auftreten und zusammen spielen. Zusammen sind wir stark und als Einzelspieler werden wir schwach sein. Das ist klar. Und das heißt, dass jedes Spiel muss an die Leistungsgrenze gehen. Die Roosters aus Iserlohn sind als ehemalige Eishockey-Hochburg in der Liga sehr willkommen. Nicht zuletzt auch durch das sachkundige und faire Publikum. So wird die DEL zumindest in Westfalen zur Straßenbahnliga. Und das bedeutet hohe Zuschauereinnahmen auch der anderen Vereine. Doch die Hähne aus der IEC-Legebatterie wollen nicht nur Kanonenfutter sein. Federlassen wird es nur dann geben, wenn es anders gar nicht geht. Der verbissene Kampf um Punkte ist die eine, Humor die andere Seite der Tierfreunde. Auch wenn es nicht ums sportliche Überleben in der DEL geht, die Roosters bringen in vielen Bereichen neuen Wind in die Liga, auch ohne Gockelgehabe. Keiner wird verschont, jeder weiß, worum es geht und deshalb machen alle mit. Auch das ist tierischer Teamgeist. Wir haben keinen Druck wie Köln oder München oder so zum Beispiel. Er hat jeder gewählt, dass wir wird lasten. Das heißt, wir können alles geben, wir haben gar nichts zu verlieren und gehen wir los und schauen wir nach 60 Minuten, wie das steht. Erklärtes Saisonziel, bescheiden Platz 15 und den ein oder anderen Favoriten ins Stolpern bringen. Dazu Tiere Spaß und deshalb... Wir werden mit Sicherheit mit den Iserlohn Roosters tierisches Vergnügen haben in dieser DL-Saison. Aber die Roosters sind nach wie vor noch so eine große Unbekannte. Rick, zu deiner Zeit damals hast du ja selber noch gegen Iserlohn gespielt. Was hatten die damals für einen Stellenwert?
Meine damals waren die wirklich eine wahnsinnig unangenehme Mannschaft. Sehr zusammengeschlossen mit einem riesigen Star, mit Jaroslav Pozar. Ich muss sagen, bevor ich nach Düsseldorf gegangen bin, meine erste Saison in Düsseldorf, ich habe tatsächlich mit der Mannschaft gesprochen und habe überlegt, ob ich dort hier hinkommen sollte oder nicht. Hauptsache dafür war, die waren wirklich geprägt mit einer Menge Kanadier, eine sehr geschlossene Mannschaft. Und ich glaube, die müssen auch genauso spielen, wenn die möchten gerne Erfolg diese Saison in der DL haben. Die Meldung, dass die Roosters in der DL auftreten werden, kam mitten im Sommer. Da war die Saisonplanung eigentlich, was die Kaderbestückung betrifft, schon abgeschlossen. Es war nicht mehr so viel auf dem Spielermarkt zu haben. Die Vorbereitungsphase war extrem kurz. Ist da überhaupt daran zu denken, ernsthaft konkurrenzfähig in der DL zu spielen? Ich glaube schon. Eishockey ist das, was macht Eishockey so interessant. Jede Mannschaft hat eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Es fängt von Null an. Und wenn eine Mannschaft sehr, sehr geschlossen spielt, ist eine Gelegenheit da, eine ganz große und bessere Mannschaft zu schlagen. Es hängt mit der Mannschaft zusammen zu spielen. Und die muss natürlich erst ein bisschen zusammenwachsen, das ist klar. Ein Großteil des Kaders aus der zweiten Liga wurde gehalten, aber es sind auch einige neue Gesichter hier am Seilersee und da werden die Fans sich erst dran gewöhnen müssen. Eins dieser Gesichter gehört zu Peter Rhode. Er ist ein Top-Stürmer, das hat er hier in den ersten Wochen schon gezeigt. Da sehen wir den mal ohne Helm. Ganz interessanter Bursche, Sie sehen hier ein paar Daten, noch sehr jung, stammt aus den USA, ist aus der AHL gekommen, hat dort für die Kentucky Thoroughblades gespielt, hat in 75 Spielen 13 Tore erzielt, 19 Buden vorbereitet und Peter Rhode ist laut seinem Trainer, laut Greg Poss, ein sehr, sehr laufstarker Athlet. Ungeheuer schnell auf den Kufen. Er hat einen sehr guten Handgelenkschuss, der sehr platziert ist und sehr hart kommt. Er hat nur noch ein Problem und das muss er lernen. Er muss die Intensität über 60 Minuten durchziehen und dann wird er zum Leitspieler dieser Mannschaft werden, ohne Frage. Er ist ein Top-2-Wegemann, aber mit 23 Jahren vielleicht noch ein bisschen jung, um die Mannschaft durch solche schwierigen Situationen, in der die Roosters oft drinstecken, zu führen. Er ist ein Junge, aber das kann auch kein Vorteil sein. Sprich, er kann viel Ehrgeiz zu der Mannschaft bringen. Die anderen Spieler in der Mannschaft, wie Terry Campbell, die sind verantwortlich, Erfahrung reinzubringen. Aber auf der anderen Seite, junge Spieler sind wild, die sind hier hingekommen, versuchen einen Namen zu machen. Er ist ein Guter. Natürlich immer die Frage, wer hier den Leithammel spielen kann, weil du brauchst einfach eine Figur auf dem Eis, an dem sich alle orientieren können. Ist es vielleicht Sean Anderson, den wir kennen aus Augsburg? Ja, unbedingt. Ich bin ein riesiger Sean Anderson-Fan. Ich habe ihn verfolgt, als er in Oberhausen war und auch als er wieder zurückgekommen ist zu den Panthers in Augsburg. Und er ist ein Leitwolf auf der Mannschaft und vor allem ein sehr guter Verteidiger. Die Verteidigung ist der Schlüssel zu jeder Mannschaft. Die müssen sehr, sehr dicht in ihre eigene Drittel spielen und er ist ein Mann, der kann das auch umsetzen. Drei Namen haben wir genannt, die also jetzt schon ein bisschen bekannt sein dürften in der DEL. Aber ansonsten ist es eher das Team der Unbekannten. Und ich denke, Marc Hindelang wird die Gelegenheit jetzt nutzen, uns diese Mannschaft ein bisschen näher vorzustellen. Bitte, Marc. Ja, wenn man sich das alles überlegt, wer hier schon alles gespielt hat, wie die Stars früher hießen. Jaro Pusa, Bruce Hardy, Johnny Walker, Benoit Doucet. Da ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation im Sauerland. Man hatte wenig Zeit, die Mannschaft zusammenzustellen, ein paar Wochen nur. Und da bleibt eben nicht viel, als den Kader aus der zweiten Liga zu ergänzen. Aber das haben sie hier in Iserlohn so gut gemacht, dass die Mannschaft bisher in den gespielten DEL-Spielen jedes Mal eigentlich ganz gut mitgehalten hat. Ein paar Mal knapp verloren und der Trainer Greg Poster ging sogar so weit zu sagen, ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die gegen uns gespielt hat, die besser war. Also das zeugt von großem Selbstvertrauen und richtiger Kampfbereitschaft. Und das hier, das sind die Kampfhähne der Iserlohn Roosters. Im Tor beispielsweise Dwayne Dirksen, unbekannter Mann aus Nordamerika. Die 21, der Ersatztorwart Radek Tort, hat letztes Jahr in Essen gespielt. Also der kennt die DEL. Dirksen bisher mit einer guten, ordentlichen Saisonleistung. Anderson, wir haben es gehört, der Leithammel und ein alter Bekannter in der Abwehr. Andreas Pokorny, immerhin 72 Länderspiele für Deutschland, 3 Weltmeisterschaften gespielt. Ein Rückkehrer, war 5 Jahre lang in der Zweitklassigkeit. Im Sturm ist die Top-Reihe, wie Sie gesehen haben, Peter Rhode, Kuzminski, der letztes Jahr bei den Berlin Capitals war, 2 Jahre lang, Tambiev, ein Lette, der außerordentlich gut international bisher gespielt hat, Derrick Campbell, auch er, ein Nationalspieler, ein Denkmal hier in Iserlohn, ebenso wie Potvin und Fowler. Und die vierte Reihe, 3 ganz junge, Franz Müller und Kofler, die sind laut Trainer Poss in einigen Spielen bisher sogar die beste Reihe dieser Mannschaft gewesen. Also da dürfen wir sehr drauf gespannt sein. Weiter im Studio.
Die großen Bekannten in diesem Spiel, die stammen natürlich aus dem Kader der Mannheimer Adler. Wir wollen uns mal ein paar Szenen anschauen. Die Mannheimer, sie galten schon von Saison weg als eigentlich der ganz große Favorit, als der Überflieger in dieser Liga. Und das haben sie einige Male auch schon gezeigt. Aber es waren auch ein paar überraschende Ergebnisse dabei. Und die Mannheimer, sie sind nicht unschlagbar. Das haben die Capitals am vergangenen Freitag gezeigt bei ihrem 5:3-Sieg. Und wir wollen uns mal ein paar Szenen aus diesem Spiel anschauen, typisch für die Mannheimer. Zum Ersten werden wir sehen, dass die Mannheimer sehr gute technisch begabte Spieler haben. Die bringen die Pässe genau auf den mitgelaufenen Mitspieler und dann sind sie sehr offensiv stark. Immer der Versuch, Scheibe schnell Richtung Tor. Zwei Spieler, die sich sofort vor dem gegnerischen Torhüter postieren. Entweder ist die Scheibe drin oder die Abpraller werden sehr schnell zur Beute der lauernden Stars. Die Caps haben das sehr gut gemacht. Im Angriffsspiel die Scheibe möglichst schnell von hinten nach vorne in die Spitze und da gar nicht erst in die Zweikämpfe sich hineinziehen lassen, die Scheibe möglichst schnell über mehrere Positionen laufen lassen und dann sind die Lücken da. Die Mannheimer sind, wenn sie denn eine Schwäche haben, eher in der Defensive mit Sicherheit anfällig. Extrem laufstark sind sie und sie haben Top-Torschützen. Das sieht man in diesem Bild ganz klar. Ron Pascoe hat hier abgezogen. Präzise, genau, hart. Man darf sie eigentlich aus keiner Position schießen lassen. Es gibt so viele gute Schützen in dieser Mannschaft. Das ist ohne Frage ein Plus für die Mannheimer. Was haben die Caps gemacht? Warum sind sie hauptsächlich zum Erfolg gekommen? Sie haben die Mittelzone zugestellt, die Außen vor allem geblockt, die Passwege zugemacht und dann die Scheibe schnell in die Spitze verlagert und die Chancen gut ausgewertet. Stellt sich natürlich die Frage, ist das ein Mittel für die Roosters? Das ist natürlich ein anderes Kaliber als die Capitals, die als Meisterschaftsmitfavorit gelten. Ja, auf ein Blatt Papier. Ich meine, jeder weiß, dass Mannheim ist eine hervorragende Mannschaft. Der Name spricht für sich selber mit Alston und alle Torjägers, was sie haben. Aber die Verteidigung, du hast es richtig angesprochen, Peter, die sind ein bisschen schwach dahin. Warum? Die sind ein bisschen zu offensiv geprägt. Und mit solcher Konstellation vom Verteidiger, die versuchen nach vorne in sich zu involvieren in das Spielgeschehen. Und dadurch sind die haben oder können die auch Probleme hinten haben. Das ist, was die Roosters damit mit guten Counters ausnutzen kann. Es wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel und wir haben heute auch wieder zwei Akteure bei uns im Blickpunkt. Iserlohns Neuerwerbung Terence Campbell. In Essen scorermäßig unter Ferner Liefen zockt er jetzt bei den Roosters auf. Mit 6 Punkten hat der Center der ersten Reihe mit am meisten Punkte gemacht. Bleibt seine Leistung konstant, winkt das WM-Ticket. Der andere Center der ersten Reihe heißt Devin Edgerton. Für Frankfurt machte er 30 Tore und bereitete weitere 33 vor. Für die Adler traf er in dieser Saison schon 5-mal. Genauso viele Assists stehen zu Buche. Edgerton ist auf dem besten Weg, Mannheims Top-Neuzugang zu werden. Also diesen beiden Spielern schauen wir heute genau auf die Hände, auf die Schläger und auf die Schlittschuhe. Das Datenmaterial, das wir dort erfassen, das gibt es dann in den Drittelpausen und natürlich nach Spielende. Jetzt gehen wir ganz schnell in die Halle raus. Erstens wollen wir wissen, wer für Mannheim spielt. Und zweitens gibt es heute eine ganz besondere Aktion. Es ist Tag der Deutschen Einheit. Marc Hindelang, bitte. Wir werden gleich die Nationalhymne hören und werfen aber auch gleichzeitig einen Blick, beziehungsweise schnell noch einen Blick auf die Aufstellung. Robert Müller heute im Tor bei den Mannheim Adlern. Das war so geplant. Er sollte die Spiele gegen Krefeld und Iserlohn bestreiten. Das war also auch schon klar, bevor Mike Rosati gegen die Berlin Capitals schwächelte. Wenn Sie sich die Abwehr anschauen, suchen Sie sich raus, wer hier ein Topstar ist. Heinz Richer, Racine, Grollo, Bergen, Roach, Lucas. Lauter sehr gute Leute, Seidenberg, ein Youngster, einer der Jungadler, der vielleicht, wenn dieses Spiel entschieden sein sollte, frühzeitig zum Einsatz kommt. Aber da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Und im Sturm ein Sammelsurium der Stars. Alston, Tomlinson und Stevens. Jump, Edgerton, Penny und die anderen dann im Lauf dieser Übertragung. Jetzt erstmal die Nationalhymne.
DEL wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Also wir haben es gehört, größer können die Unterschiede eigentlich nicht sein, vom Etat her, vom Tabellenplatz her, aber gespielt wird das alles immer noch um ihn herum. Harald Deubert, Hauptschiedsrichter dieser Partie. 37 Jahre, er kommt aus Bad Kissingen, zweite DEL-Saison. Also da haben sie, Robert Müller hat exzellent gehalten in den bisherigen Spielen. Ist eine große Entlastung. Ich will noch nicht sagen Konkurrenz für Mike Rosati, aber es ist erfreulich, wie viele Spiele der 20-Jährige von Adler-Coach Bill Stewart bekommt. Also auf zum Geflügelduell in der deutschen Eishockeyliga. Die Roosters, die Hähne gegen die Mannheim Adler, die das erste Bulli gewonnen haben. Die Gäste spielen in Dunkelblau von rechts nach links mit Gordy Heinz. Der ersten Abseitsposition. Das ist Guy Dupuis, einer der Neulinge bei den Roosters. Wie erwähnt, 10 Mann hat er hier aus der Zweitligasaison mitgenommen. Greg Poss, er ist der Boss hier in Iserlohn, Trainer, sportlicher Leiter. Mädchen für alles und von großem Ehrgeiz besessen. Er will hier das Optimale rausholen, das Optimale für Iserlohn. Man ist mit wenig zufrieden, wäre eigentlich der vorletzte Platz. Aber die erste Möglichkeit für Stefan Richet. Wenn man es ganz grob ausdrücken will, dann ist die große Frage in dieser Partie, wie lange können es die Gastgeber offen halten? Eins haben sie, eine stimmungsvolle Kulisse hier auf ihrer Seite. Ron Pasco. Vor Korni. Und die Adler bleiben dran. Die Scheibe bei Dirksen. Auch er ist ein Rückkehrer in die DEL, François Groslot, den Sie eben gesehen haben. Und das ist Bill Stewart. Attribut harter Hund. Im Hintergrund links sehen Sie Ron Ivany, den Ex-Trainer der Schwenninger Wild Wings. Er ist der Assistent von Stewart und das ist so die Good-Guy-Bad-Guy-Konstellation. Stewart macht ihnen Druck und Ivany ist der nette Herr, der immer freundlich zu den Spielern ist. Und das hat bisher hervorragend funktioniert. Zumindest in den Heimspielen. 4 Spiele, 4 Siege. Auswärts haben die Adler noch nicht alles gezeigt, was sie können. Juan Pasco. Zweieinhalb Jahre Zweitklassigkeit oder noch tiefer nach dem Rückzug aus der Bundesliga 1987. Und man saugt es hier natürlich auf, die Erlebnisse. Allen voran natürlich die Derbys gegen Essen, Düsseldorf, Krefeld. Aber natürlich auch eine Mannschaft wie die Mannheimer Adler. Ein Top-Team. Das hat man hier lange nicht gesehen. Ja, es gibt die erste Strafe. Strafen gegen beide Mannschaften. Das ist Steve Potwin. Einer, der schon sehr lange in Deutschland spielt, viel unterklassig gespielt hat. Und sich immer einen Schritt verbessert hat. Wenn es hochging, hat er das Niveau gehalten. Also auf den können wir uns auch freuen in der deutschen Eishockeyliga. Jumpf.
Jean-François Brolo, das müssen wir noch nachtragen. Der andere, der draußen sitzt. Also 4 gegen 4 und die Möglichkeit. Starker Auftakt. Gut gemacht von Jomf. Und sie setzen sich fest und dieser Jomf ist kaum von der Scheibe zu trennen. Da fährt er förmlich spazieren und Dirksen wirft sich dann auf bzw. an die Scheibe. Und das Match hat schon seine ersten Spuren hinterlassen. Gepfiffen. Was Martinez. Sohn eines berühmten Vaters, Wladimir Martinez. Viele Weltmeisterschaften für Tschechien gespielt, für die CSSR damals noch. Dirksen hat die Scheibe, der Torhüter. Ist natürlich ganz klar, sie brauchen einen überragenden Torwart heute, die Roosters. Der Nachfolger von so klangvollen Namen wie Czesmir Fuß oder Ian Woods. Da tritt er ein großes Erbe an. Erneut Fendt. Czanka. Monto, der finnische Verteidiger. Scheibe zur Mitte, Scheibe frei, aber die Mannheimer klären und könnten jetzt kontern. Pascal, schön gesehen, Czanka gestört worden und dann hat er es noch ganz lustig versucht. Das war nicht schlecht von Czanka. Hier herrlich frei gespielt. Und dann wird er gestört und hier nochmal. Dirksen hat aufgepasst. So war diese Möglichkeit von Ponto, der da für Verwirrung sorgte. Pascal. Petersen in seinem ersten Spiel für die Adler Außennetz. Und da haben sie Peter Rode, ein schneller Mann, der sogar die herausragenden Schlittschuhläufer der Mannheimer in Verlegenheit bringen könnte. Brad Bergen aus Augsburg nach Mannheim gewechselt. Der Routinier
Also was Mannheim läuferisch aufs Eis bringt, das kann einen eigentlich schon blass werden lassen. Und das ist der große Vorteil, den sie sicherlich gegenüber den Gastgebern haben. Und auch der Trainer Greg Voss hat gesagt, es kann nur funktionieren, wenn hier jeder 60 Minuten lang und keine Sekunde weniger seine defensiven Aufgaben erfüllt. Und dann können wir irgendwann ans Tore schießen denken. Chris Straube. Gut gespielt und die Möglichkeit. Und Jumpf hat lange gewartet und gezögert. Und dann ist das Spiel unterbrochen. Hier nochmal die Möglichkeit und Sie sehen links den Spieler. Ohne Helm, weitergespielt, das darf er nicht. Alex Kosminski, denke ich, war es, der 2 Minuten wegen unkorrekter Ausrüstung erhält. So ist es. Helm verloren, weitergespielt, darf er nicht, gibt eine Strafe und nun kommen wir in den Genuss des besten Powerplays der Liga, mit Abstand besten. Von 38 Toren haben sie in Überzahl erzielt. Aber Iserlohn hat bisher in Unterzahl ordentlich sich gehalten in der DL. Mit Richer und Heinz an der blauen Linie, aber sehr gut gearbeitet. Gordy Heinz. Ich denke, unerlaubter Weitschuss wurde entschieden. Das wurde jedenfalls reklamiert und so ist es auch. Pulli gibt es im Drittel der Adler. Eins muss man korrigieren, das war nicht Kosminski, das war Terry Campbell, der die Strafe bekommen hat. Und Mannheim beginnt dieses erste Überzahlspiel eher beschaulich. Tomlinson. Da die Heinz. Richer, wieder Heinz. Und der Torhüter. Stark gehalten. Schuss von Dave Tomlinson, der sich bisher in dieser Saison in überragender Form zeigt. Ohnehin sind die Adler in auf der Mittelstürmerposition. Unglaublich gut besetzt. Tomlinson, Edgerton, Wayne Heinz, heute Mark Petersen, der für Todd Luschko spielt. Todd Luschko ist zwar mit hierher gefahren, aber hat heute Mittag den Anruf seiner Frau bekommen. Die ist hochschwanger und erwartet ein Kind. Vielleicht ist er sogar schon Vater, das werden wir auch noch im Lauf dieser Übertragung in Erfahrung bringen. Dass Luschko heute nicht spielen kann, sicherlich ein Verlust. Auch er hat bisher eine glänzende Leistung im Trikot der Kurpfälzer gezeigt. Aber der eine geht, der andere kommt. Mark Petersen, wie gesagt, macht heute sein erstes Spiel
nach überstandener Knieverletzung für die Blauen. Mike Stevens da verärgert. Jetzt sehen wir es hier genauer. Möglicherweise reklamiert, dass der Stock zu hoch war. Schwer zu sagen. Es geht weiter. Tomlinson. Sind die Iserlohner wieder komplett. Check vor bei Iserlohn, das ist Potvin und der hat das hervorragend gemacht. Aber Mannheim steht dann auch sicher hinten in der Abwehr ums eigene Tor rum. Dass sich die Gastgeber im gegnerischen Drittel festsetzen können, das sind Momentaufnahmen. Es geht über Konter. Potvin, kein Abseits doch. Der Schlittschuh war in der Luft. Der rechte Schlittschuh in der Luft, das andere Bein im gegnerischen Drittel. Der Abseitspfiff korrekt. Zum ersten Mal bei Iserlohn die vierte Reihe auf dem Eis mit Franz 21 Jahre, Müller 23 und Kofler 20 Jahre. Ein gelernter Verteidiger, ein Stürmer und einer, der beides spielen kann. Und die hängen sich richtig rein. Und dann ist auch sofort die Kulisse da. Das ist die Publikumsreihe sozusagen. Die reißen sich den Allerwertesten auf, machen natürlich auch ihre Fehler, aber das wird natürlich von den Zuschauern honoriert. Hat Luft gebracht, beide Mannschaften fliegen gewechselt. Anderson. Pokorny. Schöner Pass. Und dann hat Rhodes die Scheibe vergessen. Toll gemacht von Jompf. Und wieder Kontermöglichkeit über Tambiev. Kosminski. Rhodes.
Ja, das gibt unerlaubten Weitschuss. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wer hier schon alles gespielt hat. Und einen alten Bekannten, auch aus der deutschen Nationalmannschaft, den hat jetzt Annette Engelke getroffen. Einer der Lieblinge hier in Iserlohn war letzte Saison Carsten Mende, der seine Karriere beendet hat und auch hier begonnen hat. Carsten Mende, zwischendurch waren Sie auch noch deutscher Meister mit den Kölner Haien und jetzt sind Sie hier im Management tätig. Was sind Ihre Aufgaben hier? Ja, momentan sieht es aus, so aus, dass ich erstmal irgendwo alles mache, weil wir sind ein kleiner Verein und da gibt es keine Person, die jetzt nur das macht oder dies macht. Hier muss man einfach alles machen, ob es jetzt im sportlichen Bereich ist, ob es PR ist, ob es Sponsorensuche ist. In der Richtung geht es eben. Zum Spiel. Ihre Mannschaft ist überhaupt total respektlos. Ja, so soll es ja auch sein. Hin und her. Dankeschön. Und es wird wohl die nächste Strafe gegeben werden gegen die Gastgeber. Nee, doch nicht. Da hat er Glück gehabt. Börzmann hat nämlich auch kurz ohne Helm weitergespielt. Sie haben es gesehen, Robert Müller hat einmal nach vorne abprallen lassen und dann war sofort Gefahr da. Aber ich denke, für einen Torhüter, also für den Mannheimer Torhüter, ist das ein schweres Spiel. Es kommt nicht viel auf die Kiste. Drei Schüsse bislang. Und er muss die Konzentration halten, muss dann immer da sein. War er bisher auch. Schöne Szene gegeben hinter dem Tor der Adler. Yves Racine hat der Thomas Martinez zu Boden gebracht. So, hier ist die Scheibe eigentlich weg und dann kann man auch die Arme wieder wegnehmen vom Gegenspieler. Hat Grollo nicht getan. Man kassiert dafür 2 Minuten. Racine nicht getan. Grollo ist sein Abwehrpartner. Die beiden bisher mit einer ganz starken Leistung in dieser Saison. Sogar noch das bessere Verteidigerpaar als Heinz Richer. Und das will was heißen. Also Powerplay Nummer 1 für die Gastgeber. Was bisher kein großer Vorteil war. 3 Tore haben sie gemacht, aber viel mehr Möglichkeiten. Keine Mannschaft trifft seltener in der DEL als der Tabellenletzte. Wir haben ein kleines Problem mit der Chancenverwertung. Greg Poss ist auch der Meinung, dass einige dieser knappen Spiele durchaus für die Seinigen hätten ausgehen können, wenn sie einfach abgebrühter, kaltschnäuziger vor dem gegnerischen Tor wären. Verlust und die Möglichkeit für Wayne Heinz. Hartwin. Sie sehen die Schwierigkeiten der Roosters, die Scheibe ins gegnerische Drittel zu bringen. Schon viel Zeit vergangen. Kosminski.
Rhodes. Das ist natürlich auch eine Frage des Selbstvertrauens. Wenn es einfach nicht läuft in Überzahl, dann wird auch schnell mal die Verantwortung abgegeben. Anderson. Dann kommen sie noch dazu, sich in die Formation zu spielen. Jetzt ist es soweit. Dupuis, Kosminski, Müller und Mannheim wieder komplett. Lars Müller. Wieder die vierte Reihe auf dem Eis. Seit 96 spielt er in Iserlohn. Führt diese Youngster-Reihe. Die jetzt wieder ran darf, im gegnerischen Drittel sogar. Aber da ist natürlich auch die Gefahr vom eigenen Tor sehr weit weg. Aber die spielen frech, respektlos. Keine Angst vor diesen Namen, die die Adler aufbieten. Pokorny. Petersen die Möglichkeit und die Scheibe abgefälscht. Ja, Iserlohn hat eine große Eishockey-Tradition, auch eine kuriose. Aber die können hier 15 Mal hintereinander Meister werden. Man wird immer wieder Iserlohn mit einer Geschichte in Verbindung bringen. Die Geschichte von Big Heinz und seinem Wüstentrip. Unser Thema in der Drittelpause, der Deal mit dem grünen Buch, wie Hans Weifenbach Gaddafi als Geldgeber gewann und Eishockey Deutschland in gleich. Und dazu haben wir dann auch einen großen Namen hier, der in Iserlohn gespielt hat. Nicht nur großer Name, sondern auch großer Typ. Bruce Hardy wird bei uns im Studio sein. Und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. 6 Minuten noch in diesem sehr kurzweiligen ersten Drittel. Campbell. Jetzt muss der Torhüter kommen, er muss kommen, jawohl. Aber jetzt die Möglichkeit, Alston verfehlt. Ja, Dirksen hat gezögert, aber er musste raus, denn sonst wäre der Adlerstürmer frei durch gewesen. Also gerade noch mal gut gegangen. Wie ich eben höre, gab es 2, 3 kleine Bildstörungen. Ne, 2 waren es, wollen wir nicht übertreiben. Wir bitten das zu entschuldigen und wir werden daran arbeiten, dass das besser wird. Sie sollen ja nichts verpassen in diesem bisher schnellen Spiel, temporeich. Und der Außenseiter hält sich wacker. Wayne Heinz. Patwin. Anderson. Schöner Spielzug.
Da muss er mit der Rückhand schießen, was anderes blieb ihm nicht übrig. Aber die Fans honorieren es. Immer wieder Szenenapplaus für die Roosters. Tomlinson. Stevens. Spiel unterbrochen, strengen wir mal unsere Gehirnzellen an. Da müssen wir mal in die Vergangenheit zurückgehen. Welcher dreifache Stanley Cup Champion wechselte 1985 von Edmonton nach Iserlohn? Auflösung im letzten Drittel. Viel Zeit, die Geschichtsbücher zu wälzen. Wenn Sie kurz auf diesem Transparent gesehen haben, ECD Sauerland, das war auch ein Zwischenspiel. Als EC Deilinghofen haben sie begonnen, dann ECD Sauerland. Jetzt sind sie der Iserlohner EC bzw. die Roosters. Seit 1994, um genau zu sein. Da, jetzt die Chance für Birdsmore. Und Roach, Devin Edgerton, der zur Auswahl steht, Spieler des Monats. Vielleicht ist das geworden, das erfahren Sie heute auch noch im Laufe unserer Übertragung. Die Idee war gut von Yves Racine, aber der Pass war dann doch zu ungenau. Devin Edgerton, 5 Tore für die Adler, 5 Vorlagen, 5 bester Scorer. Tomlinson drittbester, Jan Olsen bester. In der DEL wohlgemerkt, nicht bei Mannheim nur. Iserlohn hat keinen unter den ersten 25. Auch das macht den Unterschied, die Welten deutlich, die zwischen beiden Teams eigentlich liegen. Aber auf dem Eis bisher 0-0. Der Favorit tut sich etwas schwer. Ohne aber die Geduld und den Kopf zu verlieren. Guy Dupuis. Lars Müller. Jetzt müssen sie zurück. Die Adler kommen mit 3 Mann. Und Dirksen, Grullo, Čanka.
In den bisher 8 Spielen dieser Saison haben die Mannheimer 6-mal nach dem ersten Drittel geführt. Iserlohn noch gar nicht. Darüber hinaus haben die Roosters hier zu Hause jedes Mal 0:1 zurückgelegen. Richer, nicht richtig getroffen. Tom Nielsen. Das ist kein Überzahlspiel der Mannheimer. Das ist 5 gegen 5. Aber jetzt wird es gleich Powerplay geben. Müller ist aus seinem Kasten. Strafe angezeigt gegen die Gastgeber. Die Adler machen mächtig Druck. Gordy Heinz. Richer. Jetzt gibt es die Strafe. Jan Olsen ist da verärgert. So kennt man ihn nicht. Mike Stevens, den kennt man so. Hat da Kalle Karlsson, den Schweden, am Schlawittchen gepackt. Unübersichtliche Situation. Dirksen könnte da eine Rolle gespielt haben und ein Foul begangen haben. Ja, er kriegt auch die 2 Minuten wegen Stockschlag. Und deshalb war Jan Olsen offenbar so sauer. Ob es bei dieser einen Strafe bleibt. Einer der Roosters, der in dieser Situation mit auf dem Eis war, muss jedenfalls auf die Strafbank. Knapp eine Minute vor Ende dieses ersten Drittels. Ist es. Kurz mal in die Kniekehle, das kann einem nicht gefallen. Und wenn Jan Olsen mal sauer wird, dann muss schon viel passiert sein oder es muss ihm ja wehgetan haben. Denn er ist nicht nur einer der besten Spieler in der DL, sondern auch einer der coolsten. Das ist Colin Danielsmeier, der wird die Strafe für Dirksen offensichtlich absetzen. Dann hätten wir noch Kalle Karlsson draußen. Das ist der Mann mit der 77 rechts. Und Mike Stevens bei Mannheim. Also 5 gegen 4. Richer. Chatten Richer, abgefälscht, Dirksen war dran. Rhodes. Und Strafe gegen Chris Straube, der da Rhodes, der zum Wechseln fahren wollte, mit dem Stock gecheckt hat.
eher in der Kategorie kleiner Schubser anzusiedeln. Aber ich denke, Däuber tut gut daran, hier so kleinlich zu pfeifen. Die Emotionen waren gerade eben noch ziemlich aufgeheizt. Und hier sehen Sie nochmal, dass es auch Straube war, der diese große Torchance hatte. Vier gegen vier bis zur Pause, die nicht mehr so weit weg ist. Edgerton. Martinez klärt. Ja, die Zuschauer stehen auf und applaudieren nach diesem gelungenen ersten Drittel. 0:0 gelungen aus Sicht der Gastgeber. Ein schnelles Spiel, ein Spiel, das vorwiegend in der Hälfte bzw. im Drittel der Iserlohner stattgefunden hat. Mannheim spielt auswärts. Die Adler müssen auch nicht unglücklich sein über diesen Spielstand. Ist klar, dass sie das Spiel hier machen müssen. Das haben sie getan. Sehen Sie sich die Torschüsse an. Nur vier und das waren allesamt Konter. Der Sauerländer und 12 für die Adler, die auch in Überzahl größere Möglichkeiten hatten. Die meisten Bullies gehen an die Gäste, aber auch das haben wir schon gesagt. Sie sind auf der Mittelstürmerposition mit großen Könnern besetzt, aber das hat sich im Spielstand bisher noch nicht niedergeschlagen. Es bleibt auch dabei, dass Iserlohn in dieser Saison noch kein erstes Drittel gewonnen hat. Aber immerhin, sie liegen auch nicht hinten. Und ich gebe ab zu Annette Engelke zum Interview. Die DEL wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Und hier habe ich noch einen Rückkehrer nach Iserlohn, Andy Pokorny. Ich denke, nach diesen ersten 20 Minuten können Sie durchaus zufrieden sein mit Ihrem Team. Ja, wir sind sehr zufrieden. Also Mannheim ist ja eine sehr starke Mannschaft, das haben wir vorher gewusst. Und wir versuchen einfach dagegen zu halten. Sie waren ja dreimal Meister mit den Kölner Haien, haben sehr viel Erfahrung. Deshalb frage ich Sie, was glauben Sie denn, ist heute für Ihr Team noch drin? Ja, wir haben nichts zu verlieren. Wir können einfach nur gewinnen und ich sag mal, die nächste Überraschung schaffen. Ich finde ja angesichts des historischen Datums verblasst so ein bisschen das Sportliche. Sie selbst sind ja in Polen geboren, haben also, denke ich, den Mauerfall und die deutsche Einheit auch vielleicht ein bisschen anders, intensiver erlebt als andere. Wie war das denn bei Ihnen vor 10 Jahren bzw. vor 11 Jahren, als die Mauer fiel? Wie haben Sie das erlebt damals? Da habe ich keine Ahnung. Ich bin schon als kleiner Junge hier hingekommen. Aber es ist, sage ich mal, eine tolle Sache. Okay, danke. Beim Spiel im ersten Drittel, wie wir es eigentlich erwartet haben, drückende Mannheimer, die ihre Einschussmöglichkeiten haben, und leidenschaftlich kämpfende Gastgeber. Die Iserlohn Roosters setzen wirklich alles ein, was sie haben, und solange es 0:0 steht, denke ich mir, wird das hier noch ein richtig packendes Spiel. Die Mannheimer, denen läuft die Zeit so ein bisschen davon, denn jeder erwartet natürlich vom Top-Favoriten einen Sieg. Und sie haben es mitbekommen anhand der Stimmung. Die Fans sind dankbar dafür, wenn die Mannschaft sich voll einsetzt. Vielmehr erwarten sie hier nicht aufgrund natürlich der Voraussetzungen und wie dieser Einstieg in die DEL passiert ist.
Iserlohn ist ein Traditions-Eishockey-Standort in Deutschland, ohne Frage. Große Eishockey-Geschichte, schon immer ein Verein, der für bunte Geschichten gut war. Zuletzt vor 12,5 Jahren, als sie in der ersten Bundesliga dabei waren, da gab es ganz dicke Schlagzeilen, Riesen-Stories, die sich hier am Seilersee gespielt haben. Und der Hanno Groß, der hat aus gutem Grund noch einmal zurückgeblickt in diese Zeit. 3. Dezember 1987. Die Eishockeywelt blickt gespannt ins Sauerland, direkt nach Iserlohn. Erst sieht es aus wie ein schlechter Scherz, dann die Bestätigung. Für 1,5 Millionen Mark präsentiert der damalige Big Boss des ECD, Heinz Weifenbach, als letzten Rettungsanker einen neuen Hauptsponsor. Das grüne Buch und damit den Autoren, den libyschen Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi. Die Schlagzeilen bis heute unerreicht. Die Ereignisse überschlagen sich. Ranghöchste Politiker und Sportfunktionäre schalten sich ein. Korrespondenten berichten weltweit über die Machenschaften des sauerländischen Eishockeyclubs, der schon zu diesem Zeitpunkt den Kampf ums sportliche Überleben nicht mehr gewinnen kann. Aus dem Rettungsversuch ist ein Politikum geworden. Es ist nicht das zweifelhafte Produkt, für das die Profis in nur einem einzigen Spiel werben. Es ist streng genommen nur der Autor und Geldgeber, eben Oberst Gaddafi, nicht gerade ein Freund westlicher Demokratie. Wir haben einen Werbepartner gebraucht und der uns Geld gegeben hat. Und das war das grüne Buch und diese Werbung haben wir gemacht, haben wir Geld für bekommen. Und dass das natürlich ein politisches Problem wurde, das war zu dem Zeitpunkt weder von denen, die sich damit bekümmert hatten, noch von mir in dem Umfang so gedacht worden. Das war für uns sicherlich ein blaues Auge, zumal die Stadtspitze damals ja mit in dieses Boot gestiegen ist und hinterher nichts mehr von wissen wollte. Späte Genugtuung für einen Mann, der für Spitzeneishockey in Iserlohn alle nur möglichen Register gezogen und dafür auch den Kopf hingehalten hat. Als der Bauunternehmer auch oder gerade gegenüber der Staatsanwaltschaft Rückendeckung brauchte, wollten sich die Eingeweihten und damit mitverantwortlichen Stadtoberhäupter an nichts mehr erinnern. Die Quittung für Heinz Weifenbach, 4,5 Jahre Haft wegen Misswirtschaft und Steuerhinterziehung während seiner knapp 10-jährigen Amtszeit. Der Gaddafi-Deal, er kam zu spät. Den Verein hätten die Petrodollar vielleicht noch retten können, den Kopf des Präsidenten jedoch nicht mehr. Zu lange ermittelte bereits die Staatsanwaltschaft gegen die millionenschweren Steuerschulden, die Heinz Weifenbach angehäuft hatte. Das sportlich erfolgreiche Bundesliga-Team des ECD Iserlohn, es brach schon eine Woche nach dem einzigen Auftritt mit dem Gaddafi-Bestseller auf der Brust auseinander. Bedenken seitens der Spieler gegen den neuen Sponsor soll es keine gegeben haben. Also eigentlich ging es darum, dass die Trikots aufpassen. Ob da jetzt ein Buch drauf war, das war eigentlich für die Mannschaft nicht so interessant. Also wenn der neue Sponsor erscheint, ist höchstwahrscheinlich auch Geld geflossen. Ist für die Mannschaft nicht unangenehm. Immerhin knapp 1,2 Millionen Mark überwiesen die Libyer. Zu wenig und zu spät für den finanziell ausgenockten ECD Iserlohn. Die Konsequenz, Konkurs. Ja, Heinz Weifenbach hat Eishockey in Iserlohn groß gemacht. Und dem Publikum war eigentlich egal, wie er die Sponsoren herangeholt hat, wie er die Spieler bezahlt hat, die wollen guten Sport sehen. Alles andere hat die gar nicht interessiert. Und interessiert sie heute auch nicht. Heute hat Heinz Weifenbach mit Eishockey überhaupt nichts mehr zu tun. Auch nicht mit dem Nachfolgeverein, dem IEC. Ein gelegentlicher Besuch in der Halle am Seilersee ist alles, was den mittlerweile 60-Jährigen an Spitzeneishockey in Iserlohn erinnert. Und das ist eins dieser Originaltrikots, die damals für so viel Aufsehen gesorgt haben, uns zur Verfügung gestellt worden vom Eishockeymuseum in Augsburg. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Und getragen hat es dieser Mann, Bruce Hardy. Man sieht schon breite Schultern, heute noch ein Riesenriegel. Bruce, wie war das damals, als der neue Sponsor auftauchte und plötzlich das grüne Buch auf dem Trikot war? Heinz Weifenbach hat gesagt, die Spieler haben sich dafür überhaupt nicht interessiert. War das wirklich so? Am Anfang nein. Wir wollen einfach Eishockey spielen. Und die erste Spiel war die ganze Woche, der Aufbau zu der ersten Woche. Wird es klappen oder wird es nie klappen? Und dann die Spannung bei dem ersten Heimspiel mit den Trikots. War, ich glaube, 4000 Zuschauer hier und es war wirklich interessant. Und dann ging es, unser nächstes Ausfahrtspiel war in Frankfurt. Und dann fing es an mit Drohung und solche Sachen. Und dann haben wir überlegt, ist es wirklich wert, diese Trikot anzuziehen. Und haben wir dann so eine Sitzung gehabt mit Mannschaften. Da haben wir entschieden, dass nee, das lohnt sich überhaupt nicht für uns. Denn es war damals schon eine sehr umstrittene politische Figur, Muammar al-Gaddafi. Das hat sich bis heute nicht geändert. War das damals ein Gesprächsthema unter den Spielern? War Ihnen das bewusst, was das für ein Mensch ist?
Ja, also ich komme aus Amerika und für uns war es dann eigentlich eine große Name, das wirklich eine negative Figur war. Und damals haben wir nicht gedacht, dass so Muammar Gaddafi der Geld reinsteckt für uns und dass wir weiter spielen könnten. Aber ja, es war eine volle Überraschung. Natürlich für Profis liegt das Hemd erstmal näher als die Hose. Es floss in einen Verein, der sehr klamm war finanziell. Geld so rar wie Palmen und Kokosnüsse am Polarkreis damals hier in Iserlohn. Erstmal der Gedanke, Gott sei Dank, jetzt fließt wieder was, ohne dass man sich dann groß Gedanken dazu macht. Was steckt dahinter? Oh ja, die Trikots selber oder diese ganze Geschichte, ich finde, das war eine positive Erfahrung für uns, weil ich glaube, damals, in diesem Zeitpunkt, war die Nummer 1 Import-Export mit Deutschland war Libyen. Und ja, für uns war das dann ein bisschen zu schwierig. Iserlohn überhaupt, wie kommt man als Eishockeyspieler aus Kanada dazu, nach Iserlohn zu gehen? Das ist ja nicht die ganz große, glamouröse Weltstadt. Und trotzdem Iserlohn immer wieder Ausgangspunkt gewesen für viele Profis, die hier Fuß gefasst haben. Also es ist eine wirklich schöne Eishockeystadt. Das ist einer von den großen Traditionsclubs in Deutschland. Ich habe hier gespielt als kleines Kind bei Frankfurt und dann habe ich dann mit Iserlohn gespielt für 4 Jahre oder 3,5 Jahre. Und es ist eine Eishockeystadt, eine von den großen in Deutschland. Es ist damals eine ganze Menge kaputt gegangen durch den Konkurs, musste mühsam wieder aufgebaut werden. Wenn Sie jetzt DEL-Eishockey hier in Iserlohn sehen, was kommen da für Gedanken? Well, als ich das erst gehört hatte, es war ein bisschen überrascht, dass die in die DEL überhaupt einsteigt. Und ich finde es gut für diese Umgebung, weil ich glaube, Sauerland Eishockey und Iserlohn, es ist großartig. Ich finde ihn ganz toll. Mit Ihrem Namen verbindet Sie jeder Fan Eishockey. Was machen Sie heute? Ich bin jetzt in meiner Ausbildung zum Golfprofi zu werden. Im November habe ich meine Prüfung und ich bin jetzt hart am Kämpfen, wieder zu lernen. Weil ich habe 20 Jahre Profi gespielt und jetzt auf einmal bin ich wieder in der Schule. Aber Sie wollen nicht gegen White Shark Greg Norman antreten, sondern Profi als Lehrer. Lehrer, ja genau. Da wünschen wir Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank nochmal für den Blick zurück in die Vergangenheit, in die wirklich unglaublich aufregenden Tage hier in Iserlohn. Und wir wollen mal schauen, wie die anderen Mannschaften heute spielen in der DEL. Da haben einige Partien ja schon ein bisschen früher angefangen. Also, ich höre gerade, Ergebnisse liegen noch nicht alle vor. Dann wollen wir uns die wichtigsten Szenen des ersten Drittels angucken. Und das ist natürlich eine Aufgabe für Rick. Die erste Szene, die wird zeigen, dass der große Favorit aus Mannheim hier seiner Rolle durchaus gerecht geworden ist. Die Mannheimer haben ungeheuer Druck gemacht. Ja, die haben eine Menge Druck gemacht. Vor allem in einer 4-gegen-4-Situation. Und das haben wir aufgehoben in unserer ersten Szene. Und es sieht folgendermaßen aus. Die Mannschaft fängt an mit den Roosters mit ein bisschen Druck. Und 4-gegen-4 ab und zu ist es Hop- oder Top-Situation. Und es fängt hier an. 4-gegen-4, 1, 2, 3 Roosters, alle mit Druck Richtung Tor. Und aber Hop oder Top, wenn es nicht klappt, ist alles, könnte wieder zurück in die andere Richtung kommen. Lass uns weiterlaufen. Hier ist die erste Chance. Und wir haben davon drüber gesprochen, die ganz große Offensivmacht, was die Verteidigung hat in Mannheim, können wir jetzt sehen. Racine, er läuft mit, macht ein Loch hier hinten für einen möglichen Pass. Hier ist Racine, zieht ein Rooster in die Ecke mit. Und hier eine Chance, aber good backchecking bei Pronto und alles für gar nichts. Aber 4-gegen-4 Situation, sehr interessant zu dem Zeitpunkt. Starverteidiger bei den Mannheimern, das sind alles Jungs, die in der Vergangenheit auch selber sehr viele Tore erzielt haben, sehr viele Scorerpunkte gesammelt haben. Und die ganz hinten festzuhalten, 60 Minuten lang, dass sie sich nur auf ihre zerstörerische Arbeit konzentrieren, ist natürlich für einen Trainer extrem schwer. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo sie anfällig sind. Das ist genau richtig. Und wir haben das ein bisschen angedeutet im Vorlauf. Und das ist, wo die Mannheim-Mannschaft wirklich sehr, sehr stark sind, aber auf der anderen Seite ein bisschen schwach, sprich in den Defensivaufgaben. Und das ist etwas, was Coach Bill Stewart an der Mannschaft arbeiten muss, versuchen, diese ganz laufstarke Pferde wieder zurückzuhalten. Wir haben eine Szene als Beispiel, dass die Iserlohner durchaus auch ihre Möglichkeiten in diesem Spiel haben, wenn es denn auch sehr wenige waren im ersten Drittel. Ja, die haben wenig Chancen gehabt, aber Anfang, letzte 5 Minuten in der Drittel, haben ein bisschen Lauf bekommen. Wir können das vielleicht analysieren, warum und wieso. Und es fängt an, vor allem mit der Defensivarbeit von Mannheim. Kommen in den Drittel, Campbell mit der Scheibe,
Es bleibt hier hängen, aber wir werden gleich sehen, warum und wieso. Wir haben hier 1, 2, 3 Leute von Mannheim, machen Druck an der Bande und das wird dieser Bereich hier ganz frei machen. Scheibe springt unglücklicherweise von einem Mannheim-Blickpunkt direkt zu einem Iserlohner, aber 3 Leute an der Bande und eine riesige Chance hier bei Beardmore. Das ist natürlich eine ganz undankbare Aufgabe für den Goalie der Mannheimer. Es kommt sehr, sehr wenig auf sein Tor und das, was dann kommt, da muss er natürlich hellwach sein, ist nicht so richtig im Spiel drin. Er hat keine Chance, ins Spiel zu kommen. Und ich finde es ein bisschen möglicherweise unfair für einen unerfahrenen Spieler wie der junge Müller ins Tor, aber das bringt Erfahrung, das ist sehr gut für ihn. Im Fokus, wir haben 2 Spieler heute, die wir ganz besonders auswerten. Wollen wir uns mal ein paar Daten dazu anschauen. Also Devin Edgerton auf Mannheimer Seite und Terry Campbell bei den Iserlohn Roosters. Die 2 von uns heute ganz besonders beobachtet. Dann wollen wir mal gucken, was die beiden so geleistet haben. Dazu gibt es Datenmaterial. Hier ist unser Zahlenfutter. Beide mit vergleichbarer Eiszeit, allerdings Terry Campbell mit ein paar Wechseln mehr. Wir sehen, und das ist die interessante Seite an dieser Statistik, unten bei den Pässen wollen wir mal genau hinschauen. 14 Pässe hat Terry Campbell gespielt, 10 sind angekommen. Aus 2 Pässen resultierten Torchancen der Roosters. 2 Torchancen hat Devin Edgerton auch vorbereitet, hat wesentlich mehr Pässe allerdings gehabt in diesem Spiel. Und insgesamt ist uns ein bisschen aufgefallen nach einem sensationellen Start in die Saison von Devin Edgerton. Er ist zuletzt ein kleines bisschen in ein Loch reingefallen. Ja, das ist genau richtig. Er hat angefangen mit einer Menge Tore, aber über die letzten 3 Spiele jetzt, er hat kein Tor geschossen. Aber ich bin überzeugt, er wird wieder seine Phase wiederfinden. Wir haben gleich gesehen, die Statistik, es spricht für beide. Beide sind Mittelstürmer, beide teilen viele Pässe aus. Und auch die sind, weil die Mittelstürmer sind, die sind verantwortlich für die entscheidenden Pässe. Ob die jetzt ankommen im zweiten Drittel und daraus Tore resultieren, das wollen wir jetzt live verfolgen. Marc Hindelang bitte mit dem 2. Spielabschnitt der Partie Iserlohn Roosters gegen die Mannheimer Adler. Die DEL wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Und das zweite Drittel läuft. Iserlohn hat das erste Bulli gewonnen. Die Roosters jetzt von rechts nach links. Ein Neuling in der DEL, die Spieler müssen sich erst ans Tempo gewöhnen. Es ist jetzt zum ersten Mal ein Dienstagsspieltag. Außenpfosten von Olsen. 3 Spiele in 5 Tagen. Haben sie die Kraft dafür? Es scheint, als würden die Adler hier gleich Maßstäbe setzen, aus der Kabine kommen. 2 gute Chancen für Olsen. Also auch das wird eine Frage sein in dieser Partie, ob Iserlohn die Kraft hat und auch die Konzentration zum dritten Mal in 5 Tagen über 60 Minuten. Sie haben vergangenen Freitag 3:5 gegen Oberhausen hier verloren. Haben in Nürnberg nach Penaltyschießen 3:4 verloren. 5-mal sieglos, noch keinmal über 60 Minuten gewonnen. Aber das erwartet, glaube ich, heute auch keiner. Heute erwarten sie die Zuschauer, dass dieses Spiel lange genug offen gehalten wird. Genau das will Mannheim jetzt vermeiden. Kontermöglichkeit. Da ist Terry Campbell. Jetzt müsste der Schuss kommen. Kein Pass, da hätte er schießen müssen. Kalle Karlsson. Aber jetzt hat er diesen Fehler wieder gut gemacht. Campbell, Mannheim jetzt wieder komplett, die Strafe von Straube lief noch ein paar Sekunden. Und jetzt vielleicht die Chance für Beardmore. Karlsson, jetzt hat er geschossen und jetzt kommt der Konter. Der Adler, aber abgepfiffen. Und hier sind die Ergebnisse. Nach dem zweiten Drittel. Schwenningen-Essen 4:0, Augsburg-Hannover 3:0, Frankfurt führt gegen Köln. Augsburg ist das zweite Drittel noch nicht vorbei. Bei den Berlin Capitals läuft noch das erste. Und Sie sehen, wie eng die Spiele sind. Außer den ersten beiden. Kassel lag zwischendurch mal 0:3 und 1:4 im Rückstand.
Nach dieser Aktion hat Ifrasin zwei Strafminuten erhalten. Also weiter Überzahl für die Gastgeber. Weser Ponto. Carsten Fentz. Anderson. Und Müller ist da. Nachschusschance. Das sieht doch nach Überzahlspiel aus, was die Iserlohner da machen. Aber dieser krasse Fehlpass jetzt. Anders sehr gut aufgepasst von Čanka. Roth, Kosminski, wieder Roth, Dambiev, eleganter Techniker, aber ein Schnörkel zu viel. Alex Kosminski, der Ukrainer mit kanadischem Pass, und es gibt eine Strafe wegen Beinstellens. Wieder gegen Mannheim. Christian Lukes. Fünf gegen drei, 22 Sekunden lang. Lukas, Verteidiger Nummer 7, aber er kriegt regelmäßig seine Eiszeit und ist bisher ohne Gegentor. Der Stuart, Mannheims Trainer, sagt, einer unserer wichtigen Spieler. Das haben seine Vorgänger nicht immer so gesehen. Aber jetzt die große Möglichkeit. Sie sehen die interessierten Blicke von Stuart und Albany. Die große Möglichkeit für die Gastgeber, jetzt hier in Führung zu gehen. Martinez beim Bulli. Müller kommt raus. Stark gemacht. Aufmerksam mitgespielt vom Torhüter. So hören, wie die Kulisse hier hochgeht am Seilersee. Sie wollen ihn reinbrüllen, den Puck. Martinez, Mannheim zu viert. Pokorny, Müller, klasse gehalten. Das vierte Spiel bereits, das Müller in dieser Saison bestreitet, hat die beste Quote aller DEL-Torhüter. Also wirklich mehr als nur ein Ersatz, so wie er in diese Saison gestartet ist, der 20-Jährige. 94% insgesamt, 100 bisher heute Abend gehalten. Pokorny. Hinein Schalz von den Rängen. Terry Campbell. Wieder Terry Campbell. Pokorny. Abgefälscht und drüber. Harter Einsatz. Unsere beiden Jungs im Fokus. Edgerton gegen Campbell. Oh!
knappe Minute noch, Powerplay Iserlohn. Anderson. Genau auf den Schlittschuh von Chanka. Richet. Wayne Hines gegen Dupuis. Hat er viele Sekunden gewonnen. Tambiev, Anderson. Wieder Tambiev. Jetzt ist Mannheim komplett. Und das gibt deshalb unerlaubten Weitschuss. Aber dieses Überzahlspiel sah schon viel besser aus als das im ersten Drittel. Es ist schon eine kuriose Situation. Da kommt diese Mannschaft so kurzfristig in die DEL, dieser Verein, diese Stadt, und eigentlich erwarten alle, dass die mit Abstand Letzter werden. Sind jetzt zwar Letzter, aber der Abstand, der ist nicht so groß. Hartwell auf Fowler, eingespieltes Duo, die beiden, Müller, und der Nachschuss ist drin! 1-0 für die Iserlohn Roosters, Steve Potwin. Und hier ist nicht nur der Teufel los. Fowler, einfach die Scheibe Richtung Tor. Es war ein kleiner Fehler von Müller, aber Andy Roach darf da nicht so lasch hingehen. Er hat viel zu lang gewartet. Hätte hier die Scheibe schon lang wegspielen können. Und Potwin drischt einfach drauf und dann Kulla Kulla drin. Das dritte Saisontor für Potwin. Letztes Jahr 26 Stück in der zweiten Bundesliga gemacht. Wie werden die Adler reagieren? Ich bin überzeugt, sie werden hier weiterhin abgeklärt auftreten. Das Selbstvertrauen dieser Mannschaft ist sehr, sehr groß. Und jetzt haben sie auch gleich die Chance. Das Problem allerdings, das die Adler haben, die Abgeklärtheit artet bisweilen in Arroganz aus. Und auf diese Art und Weise haben sie beispielsweise das Spiel bei den Berlin Capitals verloren. Sie wieder gelöst, Krefeld 5-1 weggehauen. Ja, und wer ist dann der 16. Wer ist dann Iserlohn? Tor! Das ist die Antwort. Stefan Richet. Kühl bis ans Herz, die Adler. Schien mir noch vom Iserlohner Spieler abgefälscht zu sein, die Scheibe.
51 Sekunden nach dem 1:0 der Ausgleich durch das dritte Saisontor von Stéphane Richer. Guter Stimmung hier in der Halle, kein Abbruch, im Gegenteil. Strafbank. Er hat nicht nur einen deutschen Pass, spricht auch ausgezeichnet Deutsch. Welcome to the first league. Willkommen in der ersten Liga. Willkommen in der ersten Liga. Willkommen in der ersten Liga. An der Adresse von Kofler, der ebenfalls draußen sitzt. Dieser Wayne Hines spielt bisher auch eine hervorragende Saison und kann durchaus noch für die Nationalmannschaft interessant werden. Mittelstürmer, großartiger Techniker, der seine Arbeit verrichtet, auch die gröbere, wie wir hier feststellen durften. Und Kofler, vielleicht auch eine Zukunft im deutschen Eishockey vor sich. Letztes Jahr hat er 28 Spiele in der zweiten Liga gemacht, 5 Tore erzielt. Herrlich freigespielt, Jan Olsten. Hier ging viel natürlich ein Vorteil jetzt für Mannheim. Jetzt können sie das Tempo anziehen. Glänzende Läufer. Tomlinson. Jetzt Tomlinson. Und Olsen. Schön gespielt. Aber ein Stock dazwischen. Und zwar der von Pokorny. Da haben sich die Mannheimer gegenseitig behindert. Kontermöglichkeit. 3-2. Carlsson. Jump. Wieder Carlsson, der schwedische Verteidiger, auf dem Weg nach vorne. Kuzminski. Jetzt wieder beide komplett. Stevens. Kein Abseits. Wurde reklamiert. Und die Roosters erstmal schmucklos. Scheibe raus. Man sieht, die Favoriten tun sich schwer. Aber ich denke trotzdem, die Mannheimer Adler spielen hier sehr, sehr abgeklärt, sehr, sehr clever, scheinen förmlich auf einen Fehler der Roosters zu warten. Und diese Fehler kamen bisher
in jedem Spiel. Und in Mannheim erlaubt man sich jetzt auch den Luxus, bei weiteren Auswärtsfahrten als jetzt Frankfurt oder Schwenningen einen Tag vorher anzureisen. Das haben sie diesmal gemacht. Bill Stuart ist der Meinung, das würde sich im Laufe der Saison auszahlen, dass die Mannschaft dann einfach ausgeruhter in der entscheidenden Saisonphase sein wird. Čanka. Tonto. Fowler und Potvin, die verstehen sich blind. Fentz. Fowler, großer Kämpfer, ein Wühler, Möglichkeit, aber kurz vor der Linie geklärt. Riesenproteste der Zuschauer, sie fordern Strafe gegen Mannheim wegen falschen Wechsel. Dazu muss man sagen, dass beide Spielerbänke sehr tief im Drittel drin liegen und im zweiten Abschnitt Chance für Heinz. Möglichkeit Tomlinson. Richer. Also ich setze nochmal an. Der Weg ins eigene Drittel ist hier im zweiten Abschnitt besonders weit von der eigenen Bank. Die Toleranz des Schiedsrichters wird da wirklich getestet. Man muss zum Teil sehr riskant wechseln oder eben ein Icing riskieren, aber er will das schon. Und Lars Müller. Karlsson. Hofler. Kommt zu Fall, es gibt Strafe gegen die Adler. Korrekt. Im linken Ellbogen eingehakt. Devin Edgerton. Sehr temperamentvoll geführtes Match. Hier die große Chance von Tomlinson. Dirksen weit rausgekommen. Und die Partie in diesem zweiten Drittel ausgeglichener als im ersten Abschnitt. Mannheim nimmt einige Strafen, dadurch kommt Iserlohn besser ins Spiel. Play 4 ist eröffnet. Robert Müller, wieder kleine Unsicherheit. Anderson. Guy Dupuis. Kosminski. Schön gespielt. Dambiev, Anderson und Dupuis. Anderson.
Dupuis abgefälscht. Und Racine kann jetzt klären. Aber was für ein heißes Spiel, was für eine heiße Stimmung hier in dieser Halle. Und jetzt 2 gegen 0. Birdsmore die Chance. Müller, klasse. Da standen 2 Mann frei an der blauen Linie. Weil die Adler riskant wechseln wollten. Es mussten. Also die ganz großen Chancen, die hat Müller bisher vernichtet. Arnold Engelke bitte. Die Iserlohn-Fans feiern ihr Team und das zu Recht. Mal ganz ehrlich, hätten Sie gedacht, dass Ihr Team so gut mithält? Unser Problem ist ja, dass wir gegen die eigentlich eher schlechte Mannschaft verlieren. Aber gerade gegen die guten Teams, gegen Köln oder auch gerade gegen Nürnberg, haben wir ja relativ gut mitgehalten. Es gibt ja Leute, die sagen, Iserlohn ist das Schalke des Eishockey. Was ist das Besondere an Iserlohn? Das Gute daran ist, ich bin auch Schalke-Fan und genauso ist Iserlohn für mich im Prinzip genau das Gleiche. Die Tradition lebt ein bisschen mit. Was mich ein bisschen geärgert ist, gerade die Berichterstattung auch gerade von Premiere, wo wir immer noch verglichen werden mit den Jahren mit Herrn Weifenbach und mit dem Gaddafi-Skandal. Die Jahre sind ja schon lange vorbei. Ja, und das Team spielt ja woran. Dankeschön. Interessante Vergangenheit, gute Gegenwart, würde ich sagen. Noch 41 Sekunden Überzahl für die Roosters. Martinez beim Bulli. Mannheim gewinnt, kann sich vielleicht befreien. Pascal, schwer am Arbeiten da unten. Müller. Terry Kempo. Mannheim hat auch diese Unterzahl schadlos überstanden. Aber die nächste kommt. Strafe angezeigt gegen Mannheim. Und durch diese Strafen bauen Sie Iserlohn regelrecht auf. Das Selbstvertrauen der Gastgeber steigert sich von Minute zu Minute. Lukas und Martinez sagen sich da ein paar nette Worte. Vierfache deutsche Meister zum zweiten Mal raus, Christian Lukas. Stopcheck korrekt entschieden. War eigentlich überflüssig. Twin. Oh, den hat Müller spät gesehen. Hat er noch gut reagiert. Rollo. Potwin.
Herrn Fentz. Edge hat geklärt. Aber seine Jungs sind dran. Sie sehen, wie das Selbstvertrauen steigt. Sie gewinnen diese Zweikämpfe im gegnerischen Drittel. Dupuis. Und wieder klärt Edgett. Kuzminski. Hängen geblieben zwar, aber die Möglichkeit zu beumwegen gab die Scheibe zu Kuzminski. Und jetzt Strafe gegen die Gastgeber. Leonid Dambiev. Der Lette, der bei jenem, ich will mal sagen, legendären 8-0 gegen die deutsche Mannschaft vor einigen Jahren zwei Treffer erzielt hat. Zuvor diese Chance für Kuzminski. Und dann das Foul von Dambiev gegen Wayne Heinz. Gordon Heinz, würde ich sagen. Sekunden, 4 gegen 4, dann Überzahl Mannheim. Durch diese Überzahlsituation hat sich die Torschussbilanz gegenüber dem ersten Drittel gedreht. 11-6 für die Gastgeber jetzt. Bocorni. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass sie in dieser Euphorie den Mannheimern in einen Konter reinlaufen, wenn sie nicht diszipliniert weiterspielen. Und die Adler sind jetzt in Überzahl. Bergen abgefälscht, Nachschussmöglichkeit und Tor. Jan Olsten. So schnell geht's. Dirksen lässt abprallen und Olsen aus unmöglichem Winkel. Der holt die Scheibe praktisch noch von hinten. Viertes Tor in dieser Saison des DEL-Topscorers, das dritte in Überzahl. Das waren gerade mal 15 Sekunden Überzahlspiel. Man sieht einfach die Abgebrühtheit dieser Mannheimer Profis. Chance, einen nachzulegen. Jump. Daniels Meyer. Oh, Kontermöglichkeit für Mannheim. Jump, Tor. Das war einer dieser schlechten Wechsel und Jean-François Jump. Natürlich auch ein Riesenschuss
schön zurechtgelegt und ab damit. 2. Tor in dieser Saison für den Neuzugang aus Krefeld. Und Bill Stewart, der jedes Spiel gewinnen will, der von einem nahezu fanatischen Ehrgeiz besessen ist. Hat gesehen, dass seine Mannschaft genau zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht hat. Bitter natürlich für die Gastgeber. Vielleicht die Möglichkeit, aber Müller lässt nichts zu. Robert Müller hat übrigens einen Assist bekommen bei diesem 3:1. Sein Pass auf Edgerton und dann dieses traumhafte Zuspiel auf Jompf. Mannheim will es noch in diesem Drittel entscheiden. Dirksen, Nachschussmöglichkeit drin. Weiher, Weiher, Gordon Heinz. Wieder die Stockhandseite von Dwayne Dirksen. Wieder nach unten und der Schuss genau in den Winkel. Die Mannheimer Fankolonie hat 1,5 fantastische Minuten erlebt, in denen die Gäste hier von 1:1 auf 1:4 gestellt haben. Übrigens der erste Treffer für Heinz in dieser Saison. Martinez. Wieder Martinez. Müller. Mit der Tendenz, die Scheiben nach vorne abprallen zu lassen, aber hier hat er dann selbst nachgegriffen. Thomas Martinez in der 2. Liga als böser Bube verschrien. Ein sehr intensiver Spieler, der mit viel Körperkontakt spielt und dadurch in der DEL bestens aufgehoben ist. Und hier nochmal das 1:4. Ja, Pech oben an die Schulter und dann rein. Die Iserlohner müssen über diese 3 Gegentore nachdenken. Sie können über
unserem Braincheck nachdenken. Auflösung dieser Frage im kommenden Drittel. Einer von zwei Stanley Cup-Siegern, die hier gespielt haben. Der andere ist Maurice Lemay. Botwin, letzte Möglichkeit. Nein, es kommt zu keiner mehr. 1:4 nach diesem zweiten Drittel. Also, das ist gelinde gesagt übertrieben. Nach Punkten ging dieser Abschnitt durchaus an die Gastgeber, die auch in Führung gingen durch Botwin in der 27. Minute. Postwenden, Ausgleich durch Stéphane Richer und dann dieser Dreierpack. Jan Olsen in Überzahl, Jompf und Gordy Heinz innerhalb von einer Minute und 32 Sekunden. Bis dahin war Iserlohn die Mannschaft, die mehr Torschüsse hatte, aber die letzten drei waren dann eben drin auf Seiten der Mannheimer Adler, die viele Strafen genommen haben in diesem zweiten Drittel. Und dadurch ist Iserlohn in den Lauf gekommen, hat sie viel Selbstvertrauen getankt, aber im entscheidenden Moment ist es dann eben doch die Cleverness, die Abgezocktheit dieser klasse Mannschaft aus Mannheim, die für diese drei Tore Vorsprung gesorgt hat. Annette Engelke, bitte. Die DEL wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Lange sah es nicht so aus, als würde hier der Erste gegen den 16. spielen. Aber Gordon Heinz, Sie haben gerade noch rechtzeitig die Kurve bekommen. Ja, ein Eishockeyspiel ist immer 60 Minuten und wir wissen das. Und wir müssen kämpfen bis Ende. Und das Spiel ist immer noch nicht vorbei. Und lange haben die Iserlohner wirklich sehr gut mitgehalten. Sind Sie überrascht darüber? Nein. Jede Mannschaft in der DEL sind stark und jedes Spiel ist anders. Alle schlagen alle in einem Abend. Und wir wissen, dass vom Anfang an mit so einem Zuschauer, das sind sehr laut, sehr gute Zuschauer, dass es ein hartes Spiel ausfällt. Also von der Kulisse hier sind Sie schon beeindruckt? Ja, sie sind sehr gut. Das ist unsere Mannschaft natürlich zufrieden mit unserem Vorsprung jetzt und Iserlohn spielt sehr gut auf. Dankeschön. Schön hinzuschauen, nett zuzuhören, das waren die 9 Days. Aber 9 Tage wird es auf keinen Fall mehr dauern, bevor es wieder Eishockey aus der NHL gibt. Es gibt immer wieder viele Anfragen bei uns im Internet unter www.premiereworld.de. Wann kommen die nächsten NHL-Übertragungen? Zum Beispiel von Artyom Kostirev, er ist schon ganz heiß drauf und grüßt Michael Leopold, versichert ihm, dass er immer bei allen Übertragungen dabei ist. Die Frage wollen wir natürlich sofort beantworten. Genauso von den EC Atlantis Ulm, Neu-Ulm,
Da wurde die Frage gestellt, ob wir nicht die amerikanischen Kollegen dazu überreden können, dass das Anfangspoli umgerechnet zur europäischen Zeit um 20 Uhr stattfinden kann. Also wir geben wirklich unser Möglichstes, aber irgendwo hat das auch für Premiere World seine Grenzen. Aber es wird 20 Uhr Übertragungen aus der NHL geben ab Januar. Und wer ganz live mit dabei sein will zum Saisonauftakt, kein Problem. Wir zeigen NHL-Eishockey in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und als kleiner Appetithappen noch einmal ein kurzer Rückblick in die spannende letzte Finalserie. Dallas, New Jersey, das waren die Gegner. Gerd Leinauer, bitte. Spiel 5. Der Stanley Cup war schon in der Continental Airlines Arena. New Jersey führte in der Serie schon 3-1 und brauchte noch ein Tor. Da trat Mike Modano auf. Und der Pokal musste die Halle wieder verlassen. Weit nach 1 Uhr in der dritten Verlängerung kam der große Auftritt des Stars-Stürmers. Brett Hull schießt in Richtung Tor und Modano hält den Schläger hin. Dallas zog den Kopf gerade noch aus der Schlinge und erzwang ein sechstes Spiel zu Hause. Die Stars der vorherigen Partie, Hull und Modano, fassungslos. Es war ein Spiel der vergebenen Chancen und der starken Torhüter. Sie hatten die große Gelegenheit, den Titelverteidiger in ein entscheidendes siebtes Spiel zu schießen. Doch knapp 3 Minuten später. Elias. Und die Chance, das Tor! Und das Tor! Und das Tor! Der Eishockey-Gott ist ein Teufel! Und der Engel auf Erden heißt Jason Arnett! Es war die Paradereihe Patrick Elias und Jason Arnett, die das Tor ihrem Freund Peter Sikora widmeten. Er hatte sich in diesem Spiel schwer verletzt und Elias nach dem Spiel. Es ging so schnell. Es war ein hartes Spiel gegen diese Jungs. Beide Teams spielten super Hockey. Eigentlich hätten wir es schon in Spiel 5 schaffen können. Dieser Sieg ist für Sikki. Und auch der Trainer Larry Robinson trug das Trikot von Peter Sikora und der Kapitän den Cup. Scott Stevens, I'm proud to present you with the Stanley Cup. Wie kam es dazu? Rückschau. In Sichtweite der Liberty startete das Stanley Cup-Finale in der Continental Airlines Arena in New Jersey. Mit dem ersten Tor von dem Mann, der auch das letzte geschossen hatte, Jason Arnett. Spätestens das 3-1 zeigte dann die Genialität dieser Reihe. Patrick Elias mit einem Traumpass und Peter Sikora mit dem wohl schönsten Tor der Serie. Es folgten noch jeweils ein Tor von Sikora und eines von Arnott. Und der kuriose Auftakt endete 7-3 für New Jersey. Die Frage vor dem zweiten Spiel war, wie würde Eddie the Eagle Belfour die 7 Gegentore verkraften? Alle Stars hatten aber etwas gut zu machen und glichen die Serie aus. Altmeister Brett Hull übernahm die Verantwortung mit dem Tor zum 1-0 und in Co-Produktion mit Jere Lehtinen mit dem entscheidenden 2-1 4 Minuten vor Schluss. So ging die Reise nach Dallas, Texas. Die Reunion Arena war schon in den gesamten Playoffs eine nahezu unbezwingbare Festung. Doch die Devils ließen sich die nächsten beiden Spiele nicht abkochen im Hexenkessel. Hauptdarsteller der Eishockey-Demonstration Arnett, Elias, Sikora. Der Titelverteidiger fand kein Mittel, das Trio zu stoppen. Entschlossen mit einem Sieg Vorsprung ging New Jersey ins vierte Spiel. Und während die Dallas Stars den Stars der Devils zu viel Beachtung schenken, schlichen sich die bisherigen Nebendarsteller ins Rampenlicht. John Madden in Unterzahl zum 2-1 und kurz danach Brian Rafalski zum 3-1 Endstand. Der Stanley Cup war zum Greifen nah und der Rest ist Geschichte. Also wenn das nicht Appetit auf mehr gemacht hat, NHL Eishockey live bei Premiere World für Sie. In dieser Woche geht's los. Hier ist unser Fernsehfahrplan mit Profi-Eishockey aus der nordamerikanischen Hockeyliga. Dallas gegen Colorado in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ab 2 Uhr geht es los. Die Dallas Stars, mal sehen, ob sie diese finale Niederlage weggesteckt, verdaut haben gegen die Colorado Avalanche, die schon in der vergangenen Saison Mitfavorit war. Am Samstag dann 1.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag Pittsburgh gegen Nashville.
Auch das ist eine hochinteressante Partie. Und so geht es dann weiter, Schlag auf Schlag. Mittwoch in einer Woche, nachts 1.30 Uhr. Toronto gegen die New York Islanders. Und Samstag auf Sonntag erneut um 2 Uhr nachts. Noch einmal die Dallas Stars gegen die Washington Capitals. Wir bekommen viele, viele Zuschriften über die Auswahl der Spiele. Ich denke, wir werden in den nächsten Monaten genug Zeit haben, alle Mannschaften zu zeigen. Jetzt zurück zur DEL. Das zweite Drittel ist gespielt zwischen dem Neuling, zwischen den Iserlohn Roosters und dem großen Meisterschaftsfavoriten, dem Tabellenführer, die Adler aus Mannheim. Und lange Zeit sah es so aus, als ob der Neuling wirklich mithalten kann, aber dann am Ende doch der Einbruch. Wenden wir uns einer Szene zu Beginn des Drittels noch, als beide Mannschaften ziemlich ausgeglichen waren. Mannheim hat dennoch Ansätze gezeigt, dass sie das Heft in die Hand nehmen können. Ja doch, und vor allem für mich, mein Begriff, der Schlüssel zu der ganzen Geschichte ist die Tatsache, dass die Unterzahlformation von Mannheim hat hervorragend gespielt und wir haben das aufgehoben. Vielleicht wir können es analysieren, was ist der Unterschied zwischen einer passiven und aggressiven Unterzahlformation? Wir können hier anschauen, hier, wie die Viereck ganz eng zusammen jetzt ist in dieser Situation. Warum? Weil sie sind in Scheibenbesitz. Lass uns ein bisschen weiterlaufen und die Scheibe wird endgültig hier kommen, Schuss Richtungstor und jetzt, wir haben eine Gelegenheit hier, auseinander zu kommen. Sprich, das Viereck kann jetzt aggressiv werden. Hier der Verteidiger und nochmal Edgerton auch aggressiv, aber die können die Scheibe nicht gewinnen. Und was machen die direkt danach? Das Viereck wird wieder hergestellt. Ab diesem Zeitpunkt können wir sehen, wieder sehr, sehr passiv, zwingen Fernschuss und dieser Schuss wird abgefälscht, geht für nichts. Das ist eine hervorragende Unterzahlformation von Mannheim und das war der Schlüssel in dieser Begegnung bis jetzt. Dennoch, die Iserlohn Roosters haben sich nicht entmutigen lassen und sie wurden auch belohnt, die Führung für die Gastgeber. Wie es ist, sehr, sehr oft nach einer hervorragenden Arbeit in die Unterzahl. Jetzt, was passiert? Die Roosters kommen raus und was machen die? 3-2, gut gemacht hier bei Fowler. Er zieht hier in der Mitte, zwingt einen Verteidiger mit ihm zu gehen. Das eröffnet eine Bahn auf die Außenseite und die werden es eiskalt ausnutzen. Kommen einfach im Drittel und einfach ein Schuss Richtung Tor. Und wir können sehen, dass Roach hat Probleme mit der Scheibe und Partner ist da für das Tor. Die Mannheimer keineswegs geschockt. Das ist eben auch ein Qualitätsmerkmal einer Klasse-Mannschaft. Sie haben sofort zurückgeschlagen. Ja, und was für eine Standardsituation. Und Richey, der Kapitän in der Mannschaft, der hat alles möglich gemacht. Und Standardsituation, Bully zu der rechten Seite von der Roosters Tormann. Wirklich einfach gemacht. Zurück zu Heinz. Heinz weiterleitet die Scheibe, bleibt da stehen, sucht jemanden zu blocken. Richey, keine anderen Chance. Schuss Richtung Tor. Und vor allem kein großer Sieg für den Tormann. Und 1:1 hier eine ganz große Mannschaft. Die finden einen Weg auszugleichen, wenn es nötig ist. Ja, und dann der kleine Frust bei den Iserlohn Roosters. Die haben sich natürlich gedacht, verdammt, jetzt waren wir in Führung gelegen. Dann dieser Nackenschlag und wenn man anfängt nachzudenken, dann geht es plötzlich Schlag auf Schlag. Ja, und wie? Und jetzt, wir haben die Unterzahlformation von Mannheim angeschaut. Jetzt die Überzahlformation. Was ist der Unterschied zwischen der Roosters Unterzahlformation und auch das von Mannheim? Können wir das anschauen? Vielleicht nicht hier. Und vielleicht wir können zu den anderen Bild gehen, wenn wir das haben, vorliegen, die 1-2-Szene. Auf alle Fälle, die Iserlohner hatten ihre Probleme in Unterzahl. Mannheim einfach spielt stark und das hat man gemerkt. Und wie? Ja, jetzt haben wir es, hier ist vom Regie, können wir es nochmal sehen. Hier ist Alston, blitzschnell in die Ecke, er holt die Scheibe ab. Wir gehen hinten, Tor, wieder sehr schnell zurück. Und vor allem, wir können sehen hier, der Spitzenmann, das ist Campbell, von den Roosters. Und er bleibt hier stehen. Wir versuchen, einen Diamant hier zu spielen. Und das eröffnet ein Passband durch das Diamant. Die werden es leicht nutzen. Die sind gezwungen, es eigentlich zu benutzen. Zu bergen. Bergenschuss Richtung Tor. Hier kommt es. Und wer ist da? Alston. Und Alston, wie der ganz große Torjäger, wie er ist. Ja. 2:1 Mannheim. Die Mannheimer haben mit Jean-François Jean einen Spieler in ihren Reihen, der sehr viel Freude vermitteln kann fürs Publikum aufgrund der Aktionen, wie er spielt. Aber er hat sich selber auch Glücksgefühle in diesem Spiel verschafft. Und wie? Ich meine, ein Fernschuss bei Jean, aber alles fängt an mit einem hervorragenden Stahlpass vom Edgerton und auch Robert Müller. Er hat auch was damit zu tun gehabt. Und wir können es vielleicht
anschauen. Hier ist es Adjutant Pass, Style Pass. Und wir können sehen hier, das ist ein Wechselfehler eigentlich von den Russen. Es ist immer ein Problem, überall in der Liga, in der zweiten Drittel. Vor allem hier in Iserlohn. Und die beiden Jungs kommen wahnsinn spät ins Spielgeschehen. Obwohl ein Fernschuss, die das, ich muss sagen, ja, der russische Tormann muss es haben. Devin Edgerton war hier beteiligt, hat sich da einen Scorerpunkt eingehandelt. Er bei uns heute im Fokus. Hier die Fakten dazu. Da haben wir Devin Edgerton und Terry Campbell, die beiden von uns heute beobachtet, genau analysiert. Und hier haben wir die dazugehörenden Zahlen. Der Vergleich bislang nach zwei Dritteln. Die Eiszeit nach wie vor identisch bei beiden. Die Wechsel, auch das klappt. Und dann schauen wir mal hinten auf die Kolonie mit den Pässen. Terry Campbell, 28 Pässe hat er gespielt, 22 sind angekommen. Aus 5 Zuspielen resultierten Torchancen bei Devin Edgerton. 2 Torchancen weniger, die daraus resultierten. Nur eine einzige im zweiten Drittel, aber die hat gesessen. Daraus kam der Treffer zum 3:1. Das 4:1 folgte und jetzt muss man sich natürlich schon fragen, der Neuling weit zurück, wie viele es befürchtet haben gegen den Titelfavoriten. Brechen die jetzt komplett ein? Well, ich hoffe nicht. Ne? Und, vor allem, alles hängt mit Mannheim. Wenn Mannheim spielt zu offen, dann gibt es eine Gelegenheit für die Roosters wieder ins Spiel zu kommen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Einfach zu viel Erfahrung in der Mannheim-Mannschaft. Und ich kann mir gut vorstellen, die möchten gern ein paar drauflegen. Aber da möglicherweise können ein Roosters das verkürzen auf 2 Tore Unterschied. Und dann ist alles offen. Mannheim bislang mit einem kleinen Disziplinproblem. Knapp 25 Strafminuten im Schnitt pro Partie. Das gibt natürlich Überzahlmöglichkeiten für den Gegner. Darauf hoffen die Roosters jetzt und dann fällt vielleicht noch das eine oder andere Tor. Wir freuen uns auf das Schlussdrittel der Partie. Iserlohn gegen Mannheim. Marc Hindelang, bitte. Die DEL wird Ihnen präsentiert von Krombacher.